Ich zeige euch heute meine Version einer einfachen, aber sehr, sehr hübschen Häkelmütze, die sowohl Fortgeschrittene als auch Totalanfänger ausprobieren können. Also falls ihr eine schnelle und schöne Mütze haben wollt und einfach eine Pause vom Stricken braucht oder eben gar nicht wisst, wie es geht, aber trotzdem eine selbstgemachte Mütze haben wollt, wird euch diese Mütze sehr viel Freude machen. Sie ist in nur 1-2 Stunden fertig und sieht praktisch an jedem gut aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Anleitung. Für die Mütze braucht ihr natürlich eine Häkelnadel. Ich verwende eine von Adi aus Aluminium in einer Größe 8. Ich finde, bei Häkelnadeln spielt es keine so große Rolle, aus welchem Material sie sind. Ich arbeite am liebsten mit Metall und Plastik. Nehmt einfach, wozu ihr am meisten Lust habt. Ihr braucht außerdem noch ein Maßband, eine stumpfe Stopfnadel, um am Ende zu versäumen, und natürlich eine Schere. Für die graubraune Mütze habe ich die Altermoda Super Baby von Lana Gossa verwendet. Die besteht zu 67% aus Wolle, 30% Alpaka und 3% Polyamid und ist für eine 10er Nadel gedacht. Die Farbe ist eine Nummer 10 und ich kann die Wolle sehr empfehlen. Sie ist ganz weich und flauschig und die Mütze ist sehr, sehr toll geworden. Die violettblaue Mütze ist aus einer meiner absoluten Lieblingswollen gemacht, und zwar die Paloma von Debbie Bliss. Das ist die weichste, flauschigste, leichteste und luftigste Wolle, mit der ich je gearbeitet habe. Sie ist absolut traumhaft. Sie ist für eine 10er-Nadel gedacht und zu 60% aus Alpaka und 40% aus Wolle. Die Farbe ist die Nummer 42034 und probiert sie auf jeden Fall aus. Es gibt kaum eine bessere. Wie ihr seht, das ist mein absolutes Favorite. Für die weinrote Mütze habe ich die Fiore von Lana Grossa genommen und ich habe zum ersten Mal mit ihr gearbeitet und war jetzt nicht so super begeistert. Sie ist zu 70% aus Schurwolle und 30% Alpaka und ist für eine 8er Nadel. Und sie war auf jeden Fall okay und ganz angenehm, aber im Vergleich zu den anderen beiden Wollen waren die anderen zwei auf jeden Fall ein Tick weicher und flauschiger. Eine Häkelmütze macht man ein bisschen anders als eine Strickmütze. Und zwar fängt man mit einem Fadenring an, weil man die Mütze von oben nach unten macht und nicht umgekehrt wie normalerweise beim Stricken. Ein Fadenring macht man so, indem man das Ende des Garns in die rechte Hand nimmt und es von hinten nach vorne am kleinen Finger vorbeiführt, es einmal um den Zeigefinger wickelt, es einmal um den Daumen wickelt. Und hier könnt ihr jetzt ruhig noch mal ein bisschen Garn nachziehen, weil der Schlussfaden darf deutlich länger sein. Und den Rest des Garns haltet ihr hier einfach mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger fest. Das muss auch nicht super fest sein. Und hier jetzt auf der Innenseite des Daumens ist eine Schlaufe entstanden, durch die ich gleich mit meiner Nadel einstechen will. Und deswegen ziehe ich mir die Schlaufe hier gerade ein bisschen größer, damit ich gleich leichter einstechen kann. Nehme meine Häkelnadel und steche hier von oben durch diese Schlaufe ein. So. Nehme einmal das Garn vom Zeigefinger. Habe mir hier jetzt eine Schlaufe auf der rechten Nadel gemacht. Und ziehe jetzt durch die Schlaufe nochmal den Arbeitsfaden vom Zeigefinger. Und halte jetzt kurz mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand die Masche und auch den Fadenring hier unten fest, lasse den Ring vom Daumen gleiten, lasse hinten Kleinfinger und Ringfinger los und habe jetzt hier meinen Fadenring. Der Fadenring ist diese Schlaufe, die um den Daumen war, und der Schlussfaden, der hier mit dazu hängt. Die solltet ihr auf jeden Fall jetzt beide zusammen festhalten und dann in den Ring einstechen, hinten den Arbeitsfaden holen. Ihr habt zwei Maschen auf eurer Nadel. Wie ihr seht, sind meine Maschen relativ groß. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst kommt ihr später nicht mehr mit der Nadel durch. Also schaut, dass die Maschen wirklich schön luftig und groß sind. Und zieht dann den Arbeitsfaden durch beide Maschen durch. Das ist eure erste feste Masche. Das nennt sich so, die soll nicht fest sein. Und in diesen Fadenring machen wir jetzt insgesamt 6 feste Maschen. Es kann sein, dass ihr vielleicht eine mehr oder eine weniger braucht. Das kommt halt ganz darauf an, wie dick euer Garn ist und wie elastisch oder wie weich es ist. In der Regel müssten aber bei der Größe und wenn ihr ein weiches Garn habt, 6 Maschen ausreichen. Und auch hier wieder alle kommenden Maschen schön luftig und groß machen. Ich zähle jetzt mal nach. Ich denke, das müssten jetzt 6 sein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, 6 Maschen.
Jetzt nehmt ihr hier den Schlussfaden und zieht vorsichtig dran, sodass der Ring kleiner wird. Und schaut, ob es schwer oder leicht ist, dass sich die letzte Masche, die ihr gemacht habt, und hier drüben ist diese erste, ob es schwer oder leicht ist, dass die sich berühren. Wenn hier jetzt noch eine sehr große Lücke ist und ihr müsstet es ziehen, damit sich diese zwei berühren, dann macht noch eine siebte Masche in den Fadenring. Wenn es bei euch so ist wie bei mir, so dass die zwei sich entspannt berühren können und hier am Rest des Ringes zieht sich nichts und spannt sich nichts, dann reichen sechs. Wenn es bei euch sogar so ist, dass die fast schon aneinander kleben und es sehr dicht ist, dann macht sogar eine Masche weniger, dann macht vielleicht nur fünf. Ich verbinde jetzt hier diese letzte Masche mit der ersten, in der ich einmal durch diese erste Masche durchsteche. Das geht vielleicht noch ein bisschen knifflig, die anderen Maschen werden viel leichter gehen. Habe hier diese zwei Laschen der ersten Masche, hole hinten den Arbeitsfaden, ziehe ihn einmal durch die Masche durch und einmal durch die bestehende auf meiner Nadel. Jetzt ist euer Fadenring komplett und ihr könnt jetzt auch abzählen, ob es wirklich sechs Maschen sind. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich fange jetzt an, die erste Runde zu häkeln. Aber bevor ich das mache, lege ich mir den Schlussfaden, der hinten aus der Mitte rauskommt, lege ich mich hier so nach vorne über, gleich am Anfang. Und das mache ich am Anfang von jeder Runde, weil mir das immer markieren wird, wo Anfang und Ende meiner Runde ist. Habe jetzt hier also meinen Schlussfaden einfach nach vorne geholt und möchte jetzt hier in diese erste Masche, das ist die da, zwei halbe Stäbchen reinhäkeln. Und zwar werden in dieser ersten Runde in jede Masche zwei halbe Stäbchen reingehäkelt. Ein halbes Stäbchen sieht fast genauso aus wie eine feste Masche. Der einzige Unterschied ist, dass ihr euch einen Umschlag auf die Nadel holt. Also ihr holt euch einen Umschlag, haltet dann mit dem Zeigefinger hier die zwei kurz fest, stecht durch diese Masche ein, holt euch hinten das Garn, zieht es durch die Masche durch und habt jetzt drei Laschen auf eurer rechten Nadel oder auf, ihr habt ja beim Häkeln nur eine Nadel, deswegen, ich komme vom Stricken, deswegen sage ich rechte Nadel und zieht das Garn durch alle drei Schlaufen auf einmal durch. So macht man ein halbes Stäbchen und das macht ihr jetzt in jede Masche zweimal rein. Also die Maschen verdoppeln sich jetzt und ihr müsstet am Ende der Runde 12 haben. Achtet auch, wie schon bei der Runde davor, sehr darauf, dass ihr die Maschen wirklich luftig und groß macht, damit ihr sie zum einen gut sehen könnt und zum anderen natürlich, damit ihr leichter einstechen könnt. Das ist hier jetzt meine letzte Masche, in die ich noch zwei halbe Stäbchen reinmache. Das erkennt man daran, dass hier unmittelbar danach dieser Schlussfaden dann kommt und die sitzt natürlich ein bisschen tiefer als alle anderen. Also mache ich ein halbes Stäbchen rein und in die gleiche Stelle noch eins. Und bevor ich jetzt weitermache, zähle ich wie immer kurz ab, ob meine Maschenzahl stimmt. Ich kann jetzt hinten diesen Schlussfaden einfach wieder rausziehen. Ich halte es hier hinten kurz fest, damit ihr das besser sehen könnt und zähle ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. 12 Maschen. Super, es sollten 12 sein, weil wir hatten 6 in der ersten und wir haben jetzt die Maschen verdoppelt. Wie immer am Beginn einer Runde lege ich den Schlussfaden wieder nach vorne zur Markierung. Und bevor ich jetzt weitermache, zeige ich euch kurz die Maschen, weil die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Wir hatten in der ersten Reihe feste Maschen. Die hatten eine deutlich erkennbare Schlaufe, eine Maschenschlaufe. Das ist die hier. Ich zeige es euch mal mit der Stopfnadel, dann seht ihr es besser. Das ist diese Maschenschlaufe. Davon gab es nur eine in der ersten Reihe, weil wir feste Maschen gehäkelt haben. Aber jetzt in dieser Runde haben wir halbe Stäbchen gehäkelt. Die gehen ja ein bisschen anders. Und wenn wir das hier nach hinten drehen, sehen wir hier hinten nochmal eine Schlaufe. Wir haben also hier vorne eine Maschenschlaufe, wir hätten aber auch hier hinten eine Maschenschlaufe. Und ich möchte nicht in die zwei vorderen, sondern immer in die zwei hinteren einstechen. Einmal hier
dann hier und hier, weil so das Muster sehr hübsch aussehen wird. Ihr könnt natürlich auch hier in diese zwei vorderen einstechen. Dadurch wird das Muster ein bisschen weniger ornamental aussehen. Ich möchte, dass das Muster ein bisschen verspielt aussieht, deswegen steche ich nicht hier ein, sondern es sieht so aus, als würde ich in die Masche einstechen und nehme noch diese hintere Schlaufe dann mit. Wenn ihr euch das von hinten anguckt, bleibt dann sonst hier hinten keine Schlaufe mehr. Also ich zeige es euch nochmal in echt. Den Umschlag auf die Nadel holen und jetzt nicht hier einstechen, sondern es sieht so aus, als würde ich in die Masche einstechen. Ich drehe das nach hinten ein bisschen, damit ich sehen kann und achte darauf, dass ich diese hintere Schlaufe auch mitnehme. Und habe hier meine erste feste Masche. In der zweiten Runde werden wir nicht in jede, sondern in jede zweite eine doppelte machen. Also in die erste Masche kommt jetzt nur eine rein und hier in die zweite kommen zwei rein. Ich steche also hier in die Mitte ein, sodass ich die zwei hinteren Laschen auf der Nadel habe. Ein halbes Stäbchen und ein zweites halbes Stäbchen. Und nochmal, in die nächste kommt nur eine rein. Und wiederum in die nächste zwei. Hier also meine zwei Laschen. Und mache ein halbes Stäbchen und noch ein halbes Stäbchen. Und auch wenn ihr vergessen habt mitzuzählen oder nicht mehr wisst, wie es weitergeht, ihr könnt es hier einfach ein bisschen aufzählen und sieht sehr gut, hier haben wir gerade zwei reingemacht, in die davor nur eine, in die davor wieder zwei und nur eine. Und könnt es viel besser nachvollziehen, wie wenn das ganz fest wäre. Und hier am Ende meiner Runde sehe ich wieder die letzte Masche sehr gut. Hier hängt mir der Schlussfaden runter. Die letzte ist ein bisschen tiefer. Und die letzte besteht aus einer doppelten Masche. Daran könnt ihr auch erkennen, ob ihr alles richtig gemacht habt in der Runde. Die letzte von jeder Runde ist immer eine doppelte Masche. Also in den Zunahmerunden immer eine doppelte Masche. Wenn ihr jemals ans Ende der Runde kommt, und laut eurer Abfolge müsste jetzt am Ende die letzte Masche nur noch eine reinkommen. Wisst ihr, dass ihr euch hier irgendwo verzählt habt und kontrolliert die Runde einfach nochmal. Also in die letzte kommen immer zwei rein. So, und fertig. Ich kann jetzt also meinen Schlussfaden hinten wieder rausziehen. Und auch hier kontrolliere ich zuerst, ob die Maschen alle stimmen. Und zähle nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. In jeder Runde werden es 6 Maschen mehr. In der Runde davor hatten wir 12 und jetzt sind es 18. Wir kommen jetzt in die dritte Runde, also legen wir wieder den Schlussfaden nach vorne zur Markierung. Und in der dritten Runde machen wir nur in jede dritte Masche eine doppelte rein. Und das seht ihr auch. Hier ist die erste, kommt eine rein, hier ist die zweite, kommt eine rein und in der dritten habt ihr eine doppelte, da kommen zwei rein. Also nochmal, unser halbes Stäbchen in die erste, halbes Stäbchen in die zweite und hier in die dritte, die eine doppelte war drunter, wieder zwei. Macht auch das jetzt einfach wieder bis zum Ende der Runde und wenn ihr euch nicht sicher seid, was als nächstes passiert, könnt ihr immer hier aufziehen und nachschauen und nachzählen. Und hier am Ende meiner dritten Runde sehe ich wieder als letzte Masche eine doppelte und weiß somit, dass ich höchstwahrscheinlich alles richtig gemacht habe, aber ich zähle natürlich nochmal nach gleich. Dazu ziehe ich den Schlussfaden hinten raus. Und zähle nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 sollen es auch sein, wieder 6 Maschen mehr. Ich komme jetzt in die vierte Runde, lege also wieder meinen Schlussfaden nach vorne
und mache jetzt genau das gleiche wie in den drei Reihen zuvor, nur dass ich die doppelte Masche in jede vierte Masche nur setze. Wie ihr seht, in jeder Runde immer eine Masche später. Ich habe jetzt hier eine schon reingemacht, hier die zweite, hier die dritte Masche und hier in die vierte, die auch eine doppelte ist, kommt wieder eine doppelte rein. Eins und zwei. Und auch das wieder bis ans Ende der Runde. Und hier ist das Ende meiner vierten Runde, in das wieder eine doppelte Masche reinkommt. Zählt wie immer nach, es sollten jetzt 30 Maschen sein. Und eure Scheibe sollte sich genauso wie meine leicht wölben. Spielt keine Rolle in welche Richtung, aber sie sollte definitiv leicht gewölbt sein. Wenn sie bei euch sehr stark gewölbt ist, wenn sie bei euch so aussieht, habt ihr vielleicht eine Masche zu wenig genommen und ihr könnt nochmal bis zum Fadenring zurückgehen und im Fadenring eine Masche mehr nehmen. Falls sie bei euch komplett flach ist oder sich vielleicht sogar schon ein bisschen wellt am Rand, dann habt ihr zu viele Maschen genommen. Dann solltet ihr hier im Fadenring eine Masche weniger nehmen. Vielleicht habt ihr sieben genommen und eure Scheibe ist komplett flach oder wellt sich. Das heißt immer, dass es zu viele Maschen sind. Und eine leichte Wölbung wie hier ist genau perfekt. Im zweiten Teil geht es weiter mit der Häkelmütze. Klickt dazu einfach auf den Link im Fenster oder unten in der Infobox und seht, wie ihr die Mütze beenden könnt. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis gleich!